Weiter geht's. Das gefällt mir gar nicht, wie dieses Level beginnt. Richtig, mir auch nicht. Aber hey, ich hab doch die Rechte zu speichern. Ja, ja. Wir sind jetzt im The Dragon's Lair. Im Hort des Drachen. Lara, pack schon mal direkt die Uzis aus. Und dann hebt die Uzi-Munition direkt auf. Aha. Und das große Medipack. Mhm. Und dann speichern wir nochmal. Wollen wir mal die Medipack-Statistik, also was wir gerade noch haben? Du müsstest ja, letzter Zeit ja auch gesammelt haben. Ja, aber du wirst trotzdem um Meilen führen. Also ich habe 13 kleine. Sekunde. Ich habe 22 kleine. Und 12 große. 31 große. Ja, also. Okay, komm. Ja. Und jetzt blenden wir hier bitte noch einmal ganz dick fett auf, wie meine Todesstatistik dafür aussieht. Ich würde nicht darauf wetten, dass sie besser ist als, also schlechter ist als meine. Also wenn ich überlege, wie ich... Gut, dass ich gespeichert hatte. Ich meine, ich war noch nicht tot, aber... Kai, noch da? Ja. Okay. Ich bin nur ein bisschen irritiert, was du jetzt losgeschrien hast. Nö, ich habe Jadekrieger und ich kann ihn nicht ausweichen. So, noch irgendwer, der Ärger will. Ich meine, ich bin schon wieder halb tot, aber... So, das ist der erste Jagerkrieger gewesen. Musst du dich auch an deinem durch den Raum reinquetschen? Ich habe hinter meinem gewartet, der kam zu mir rein. Ja, ja, aber bis der erste kam, musste ich mich halt reinquetschen in den Raum. Hallo? Du nicht? Na, ich habe mich in den Jadekämpfer reingequetscht. Okay, ich ziehe einfach an diesem Hebel, ne? Das wird ein von euch oder beide oder alle drei lebendig werden lassen. Ich glaube, das wird so einen der Reihe nach diesmal. Ich meine, damit kann ich arbeiten. Ist mir relativ egal. Hauptsache, ich sterbe nicht. Eben. Wobei, es ist Lara, ich steuere, das kann ich gar nicht anders kontrollieren, als ich sterbe. Du jetzt? Nein? Du jetzt? Du geradeaus? Also ich habe anscheinend die Tür, durch die ich reingekommen bin, zugemacht, aber es passiert nichts mehr. Ich speichere erstmal, dass ich den kaputt habe. Und noch 590 Schuss hab tatsächlich. Ich habe nur noch 453 mit der OC. Ach, ja gut, dann Du? Möchte mich jetzt nicht mehr gleich mal irgendwie... Ach, hier ist noch ein Hebel, den habe ich gerade übersehen. Du fieser kleiner versteckter Hebel, du. So ein kleines Vieh, das ist mal... Flop. Ich weiß, dass jetzt irgendwer von euch aufwacht. Luda, ich hab's mir doch gedacht. Du sahst mir wie ein Typ aus, der aufwacht. Ach, ihr wacht beide auf. Okay, wieder. Juhu! Ich hab's befürchtet. Lara! Da, Lara! Danke, Typ. Danke, dass du auch mal stirbst. Ja, Lara, also jetzt haben wir noch 361 Schuss mit der Uzi und wir haben den gleichen Lebensstand wie gerade eben das ganze Level über. Eben. Ich habe noch 234 Schuss mit der Uzi und den gleichen Lebensstand wie die letzten 1 Stunde 15. Okay, Lara, speichern. Speichern.
Messerwerfer! Von wo? Rechts, links, oben, unten, hinten, vorne, Mitte? Seite. Von der Tür. Typ, ich jag dich jetzt, das ist dir klar, ja? Okay, waren es nur zwei? Also jetzt habe ich noch weniger Leben als das ganze letzte Level. Aha. So, ich habe noch 202 Schuss mit der Uzi. Ich jetzt 262, weil der eine zwei Clips fallen lassen hat. Will mir mal angucken. Welcher von euch war denn so freundlich? Oh, du hast ein großes Medipack fallen lassen. Das ist ja nett von dir. Ja, finde ich auch. Voll gut. Ich würde ja gerne ein großes Medipack oder so gegen was anderes eintauschen. Messerwerfer! Noch so mehr! Soweit bin ich ja nicht! Soweit bin ich ja nicht! Junge, bleib hier! Lara, lass dich steuern! Lara, ich habe was von steuern lassen gesagt. Wo ist der zweite? Gott, ist das gerade hier unübersichtlich mit den ganzen Säulen. Schabadab, 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 schabadab. Okay, 3 und 4 haben nochmal Uzis fallen lassen, also Uzi-Munition. Es sind sogar 6! Gott, Spiel! Find doch mal ein Ende! Phänomen wieder, dass ich in Spielen so hasse. Sie wissen manchmal nicht, wann gut ist. Ja. So, ich habe mich jetzt in Sicherheit gebracht. Vorübergehend kann speichern, dass der dritte tot ist. Juhu! Ich versuche gerade Nummer 6 zu töten. Okay, Nummer 6 ist tot. Ich meine, ja, Spiel, die Messerwerfer waren ein neuer Gegner. Sie waren für den Moment ganz lustig, aber... Aha. Irgendwann ist dann auch mal gut. Ja. Okay, der eine lässt so eine Maske fallen. In der ich vermutlich dieses Tor hier öffnen kann. Lara! Da, 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 da. Oh Lara, du hast so wenig Leben. Und trotzdem wirst du gleich den Drachen töten wollen. Wenn ich das machen soll, heißt es, Lara war dann auf ewig verschollen. Denn du wirst sterben, oh Lara. Lara, du wirst sterben. Und dummerweise hast du keine Erben. Lebt hier noch wer? Das ist auch schon ein bisschen morbide. Jetzt siehst du, hast dummerweise keine Erben. Lebt hier noch wer? Hab ich alle umgebracht, alle möglichen Erben? Ich hab wieder geladen. Au. Au. Jetzt krampft mein Bein. Oh, Oberschenkel, was tust du? Das ist deine Maske. Was hast du, Typ? Und die Munition habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh, Lara, wir haben schon wieder nur noch 295 Schuss Uzis. Au. Lara, 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 da noch Zeug für Uzi. Oh. Hey Lara, wir setzen uns mal vielleicht so hin, dann können wir zwar nicht mehr vernünftig steuern, aber vielleicht gefällt das unserem Oberschenkel. Steuern ist immer bewertet. Eben. Puh. Das Mikro auch noch ein bisschen näher zu mir geholt. Okay, Lara, ich will dieses Tor eigentlich schon gar nicht öffnen, weil ich genau weiß, dass dieses Spiel mir dann wieder irgendwas entgegenwirft. Lara, wir nehmen jetzt nochmal die Pistolen, um uns in den dunklen Ecken umzugucken. Kai, du hast Fackeln! Wo du sagst? Da könnte ich eine Maske einsetzen. Oder aber ich sag Lara, sie soll sich nicht so anstellen und über den Boden räumen und da unter dem Tor durchrollen.
Nein, Lara kann nicht krabbeln in Teil 2. Wollen wir die Placke einsetzen? Ich guck mich noch um. Okay. Ich rüste die normalen Pistolen schon gar nicht mehr aus. Ja, sonderlich sinnvoll ist es ja auch nicht, die noch ausgerüstet zu haben. Nee. So, Lara, wir speichern, dass wir gleich die Placke einsetzen wollen. Ich speichere auch nochmal, ich weiß nicht, ob ich das schon getan habe. Was ist das überhaupt für ein Ding? Ach, die mystische Plakette. Ja, bei mir ist das die Mystik-Placke. Und beim Speichern sagt Lara no, weil sie vor dem Schalter steht. Also, wollen wir? Ja, können wir machen. Warte, ich muss eben noch meine Fackel loswerden. Ich hab schon gedrückt, Entschuldigung. Ja gut, dann dann höre ich dich ja schreien, wenn was passiert. Dieser Raum ist groß. Dieser Raum ist leer. Ich gehe erstmal in die Ecken gucken, bis ich zu dem offensichtlichen Teil hingehe. Hier ist noch ein Gang, aber das ist eine zue Tür. Eine zue Tür. Hier ist Wasser, in das ich tauchen gehen könnte. Lara, das machen wir jetzt auch erstmal als erstes. Das ist immer gut, wenn man brennt. Im Wasser ist ein großes Medipack und jede Menge Uzi-Munition, so wie es aussieht. Ich ahne, was gleich passiert. Was denn? Wir werden doch niemals den großen bösen Drachen rufen. Da ich hier beim Rumtauchen plötzlich alles blitzen, donnern und wackeln habe, habe ich das böse Gefühl, ich habe gerade einen großen bösen Drachen gerufen, ohne das zu sehen. Das ist natürlich, tragisch. Suboptimal. Ich speichere mal, dass ich hier unten bin, dass ich mich hier noch pudelwohl fühle, kein Leben habe, kaum Uzi-Munition, aber who cares? Hey, blöder, böser Drache, weißt du, wir können das jetzt so regeln. Ich ertrinke und kämpfen gegeneinander. Okay, ich komme ja schon wieder nach oben. Böse. Lara! Ich komme nach oben, ich sehe das Tierchen nicht mal. Ich renn, ich komme nur, tauch nur auf und tauche direkt in den Feuerstrahl. Ja, also ich vermute mal, du hast dich dann unter Wasser zu sehr dem Ding da genähert, was da auf dem Tisch rumliegt. Ja, das wird's gewesen sein. Jetzt gucke ich mir auch mal an, was da passiert. Es blitzt und der verwandelt sich von 0 auf 100 in einen großen bösen Drachen. Richtig. Bösen gelben Drachen. Oh Gott, ich glaube, ich werde nicht um das Medipack rumkommen. Lara, vielleicht probieren wir das nochmal mit weniger springen. Okay, Lara, wir probieren das mal mit dem Granatwerf. Lara, wir probieren das mal mit der M16. Hey, Drachinski, wie geht's Ihnen heute? Lara, lauf! Diesmal musste er mich nicht mehr angucken. Diesmal hat er mich gefressen. Lara, vielleicht sollten wir auch schießen und nicht hüpfen. Hüpfen geht die Welt zugrunde. Jo, so sieht's aus. Okay, okay, das Viech ist groß, das Viech ist schnell. Ich nehme ein großes Medipack, es muss leider sein. Ja gut, das Spiel diktiert mir ja quasi die Uzis zu benutzen. Lara, wir brennen, wir sollten schleunigst ins Wasser. Wow, Lara, hier gibt's echt viel. Und wir sind tot. Wow. Hier gibt's echt viel Uzis-Munition.
Okay, ich muss doch lernen, wie dieser Drache funktioniert. So ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht. Woher gibt's zwei große Medipacks unten? Ich weiß, aber ich versuche es jetzt gerade ohne das Wasser zu lösen. Lara, wir konnten nicht sterben, wir waren im Wasser. Lara. Okay, Lara, wie soll ich diesem Feuer ausweichen? Wow. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mir jemals sage, aber dieser Kampf ist ja das Unfairste, was ich bisher in Tomb Raider gesehen habe. Ich probiere gerade was aus. Nein, Lara, das hat ich habe es irgendwie geschafft, kurzzeitig den Feuer auszuweichen. Gut. Lara renn. Okay, Lara, das war jetzt dumm. Man darf in diesem Kampf nicht springen und das irritiert mich. Okay. Also ich habe gerade mal geguckt, du musst dich ja quasi dieser Plattform auf eine gewisse Nähe nähern, bis der Drache, also bis die Person da drachifiziert wird. Richtig. Ich hatte mal geguckt, ob es hilft, wenn ich... Lara, das war blöd. Wenn ich mich da ganz vorsichtig durchs Wasser taste, um mehr Munition einzusammeln. Also Lara ist jetzt gerade im Wasser verbrannt, weil sie rumgebackt hat. Ja, also Lara war noch nicht aufgetaucht und wurde verbrannt. Man darf auch nicht ins Wasser, weil das Viech einen dann sowieso erwischt. Das ist gerade sehr unfair. Lara, wir hätten vorher springen sollen, das ist mir klar. Okay, Lara. Lara, wir probieren es jetzt mal ohne springen. Lass jetzt springen, ja? Wir probieren es jetzt mal ohne springen. Und wenn du springst, hast du zu wenig Zeit, dem Feuer auszuweichen. Du, ich weiche mit Springen dem Feuer aus. Ja, das erst in dem Moment darfst du springen. Ja, jetzt hat er mich erwischt, jetzt kann ich schon direkt neu laden. Sobald er dich mit dem Feuer erwischt, ist der Kampf eigentlich vorbei. Ja, besonders da ich gerade auch noch kein Leben habe. Ja, ich benutze schon große Medipacks. Das habe ich jetzt aufgegeben für den finalen Bosskampf. Ich sag mal so, wenn es einen Moment gab, in diesem Spiel Medipacks zu benutzen, dann war er jetzt. Ach ja. Ich meine, ich sollte nicht meckern. Wenn wer genug davon hat, dann ja wohl ich. Eben. Lara, nein! Wir haben all unsere Uzi-Munition ihn verpulvert. Lara wechselt die Waffen automatisch und bleibt dafür stehen. Lara, wenn wir schon brennen und er dann auf uns Feuer speit, dann brennen wir irgendwie schneller. Lara, das war zu spät. Ach, Lara, warum hat das denn diesmal nicht geklappt mit dem Ausweichen? Dieser Drache ist auch noch so wunderbar zufallsbasiert. Lara, zieh die Waffen. Nee, jetzt nicht.
Clara, wir hätten zweimal sprengen müssen. Ja, manchmal hebt er den Kopf und speit an Feuer, manchmal hebt er den Kopf und tut's dann nicht. Dann bist du in der Sprungbewegung und dann schießt er sich so, jetzt speich aber doch Feuer. Och, dieser Kampf. Ah, dieser Kampf ist eine wunderbare Zusammenfassung des ganzen Spiels. Okay, Lara, wir nehmen doch den 16. Probieren wir es mal damit. Na, das hat bei mir nicht ganz so gut gemacht. Aber gut, ich bin ja auch gesprungen. Eben. Lara, wir nehmen das große Medipack und jetzt speichern wir, dass wir das große Medipack genommen haben, bevor wir ihn an... Okay, ja, ich merke, dass im 16 steuert sich Lara plötzlich ganz komisch. Lara, Runde 1. Auf die weite Entfernung mag es gut sein. Ja. Aber nicht, wenn der Gegner auf dich zustürmt. Aber was ist bei dir los? Ich habe schon ganz viele Funkstörungen heute gehabt bei dir. Tja, ich habe keine Ahnung. Lara! Lara! Hast du den Drachen besiegt? Ja. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich weiß nicht mehr, was passiert. Ich glaube, meiner ist auch tot, aber ich brenne wie Hulle. Also nehme ich schnell einen großen Medipack und springe ins Wasser. Vielleicht auch zwei, weil ich sehr weit vom Wasser weg bin. Ich korrigiere meine Aussage. Mein Drache ist noch nicht tot. Mein Drache war aber schon einmal zusammengebrochen. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, meiner zuckte rum und ich brannte wie bescheuert. Lara, wir wechseln mal unterwegs vielleicht auf die automatische Pistole. Lara, warum kannst du nicht auftauchen? Ja, meiner lebt auch noch. Lara, wechseln und wieder schießen. Okay, er zuckt ein zweites Mal noch blöd rum. So weit bin ich noch nicht. Stehst du noch mal auf? Viech? Ja, er steht tatsächlich noch mal auf. Ja, komm. Aufstehen darfst du meinetwegen noch. Ich speichere jetzt mal, dass du das zweite Mal zu down bist. Dritte Mal? Ah, wenn er down ist, musst du die Waffen wegstecken, zu ihm hinrennen und den Dolch aus ihm rausziehen. Das macht durchaus Sinn, Lara. Speichern. Und dann die Flucht antreten, Lara. Wo auch immer die hinführen soll. Lara, wo ist denn dieser blöde Dolch? In seinem Bauch. Fliegen die Feuerpartikel drauf zu. Das ist natürlich super, wo der mir doch immer mit dem Rücken zugewandt da rumliegt. Oh mein Gott, hier bricht alles zusammen, Lara. Wir müssen hier raus. Das war ein tragender Drache. Lara, das vielleicht. Mal gucken. Wenn wir über den Schwanz gehen, Lara, vielleicht passt das besser. Lara, zieh! Oh, Level vorbei. Welche Tür ist denn das? Die ist hinter dem Altar, auf dem der Typ lag. Ja, die Statistiken werden ja immer besser heute. Was machst du denn jetzt für komische Grusel-Musik, Tomb Raider? Naja, der Tempel bricht zusammen. Ja, aber
Wenn ich einfach nur geradeaus durchlaufe, passiert da auch nicht viel mehr. Nee. Okay, also das waren 12 Minuten 58. Ja, bei mir waren es 14 Minuten 18, ja. 11 Gegner? Ja, 13 Gegner. Interessant. Vielleicht sie Drachen umschießen und den Dolch nicht rausziehen als Tod von einem Gegner. Ach, möglich. Also ich habe ja? Ich habe 1155 Mal getroffen und 1198 Mal geschossen, sind 96,4%. Da habe ich weniger, aber ich bin auch trotzdem besser als sonst. Ich habe 1192 Mal getroffen. Mhm. Und ich habe 1312 Mal geschossen. Sind immerhin 90,8%. Ja. Ein Medipack. 4 Medipacks. 1,96 Kilometer. 1,59 Kilometer.